Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier live aus dem Dragonflight Gameplay. Und ja, wir dümpeln weiterhin hier munter rum und versuchen jetzt hier diese feurigen Geister zu holen. Wir dümpeln immer noch so ein bisschen zwischen den ganzen Quests. Ich werde es jetzt aber so machen, dass ich jetzt einfach hier Quests mache, komme was wolle. Und wir dann einfach mal ja, gucken. Ich weiß nicht, ob der Sound gegebenenfalls ein bisschen zu laut ist, Audio. Wir stellen es nochmal auf 5%. Sollte eigentlich reichen. Und ja, wir gucken mal, dass wir hier so ein bisschen zumindest die Dingens haben. Die Weltquest hier machen. Das müsste eigentlich, müsste das schon reichen. Feuriger Geist. Okay, die Handwerksmaterialien haben also auch diese verschiedenen Stufen. Das haben wir auch schon gesehen. So, und ich freue mich auch schon. Ich freue mich auch schon mega darauf, PvP zu machen. So, zack, zack. Und zack, feuriger Geist, dann haben wir das auch abgeschlossen. So, dann können wir jetzt mal hier weiter steppen. Geschenk für Miguel. Wollte gerade schon sagen, da hinten irgendwo. Jetzt sliden wir nur noch hier lang. Und dann können wir das dem Thomas Helfer hier geben. Alchemie, Ausrüstung umfertigen. Okay. So, ein Geschenk. Ein Geschenk für Miguel. Genau das Richtige für Miguel. Feuriger Geist. Fantastisch. Seid fahrbar. Ihr nehmt diesen Reagenzbeutel als Dankeschön. Ihr könnt ihn an der Stelle eures Gürtels einhaken. Oh, und solltet ihr noch mehr Platz brauchen, kann euch ein begabter Schneider einen noch größeren machen. Okay, dann kriegen wir eine 26 Platz. Reagenzientasche. Ja, genau, denn ich glaube nämlich, das wurde neu hinzugefügt. Auf dann. Eifer des Handwerks. Zack, können wir auch mal nehmen. Stellt ein Herz in der Flasche mit einem beliebigen Handwerksberuf her. Ein Herz in der Flasche. Thomas, der war vorher. Okay, erstellen. So, zeigt Thomas das Geschenk. Ich habe Miguels Geschenk. Oh, na, das ist die Thomas. Hab Dank. Wisst ihr, etwas höherwertiges Herz erfordert mehr als eure Handwerksfähigkeiten und die Qualität der Regenzen. Es geht auch um den Schwierigkeitsgrad der Herstellung, eure Inspiration und eure Spezialisierung der Handwerkung. Schwierigkeitsgrad. Jeder Herstellungsprozess hat einen Schwierigkeitsgrad. Die Qualität eurer Kreation richtet sich nach eurer Fertigkeit in Relation zum Schwierigkeitsgrad. Aber eure Fertigkeit richtet sich nicht nur danach, wie viel ihr geübt habt, sondern auch danach, welche Reagenzien ihr nutzt und welche Spezialwissen ihr euch angeeignet habt. In Ordnung. Inspiration. Manchmal erfüllt euch die Inspiration, was euer Handwerksergebnis stark verbessert. Der beste Weg, die Inspiration zu fördern, ist, die richtige Ausrüstung zu verwenden. Untersucht eure Ausrüstung, um zu sehen, ob euer Werkzeug das die Inspiration beflügelt. Okay. Spezialisierung. Wenn ihr nicht jetzt schon so weit seid, werdet ihr irgendwann geübt genug in einem Handwerk sein, dass ihr euch spezialisieren könnt. Eine Spezialisierung in eurem Handwerk ist ein Weg, eure Fähigkeiten zu verbessern, bestimmte Gegenstände herzustellen, spezielle Materialien zu sammeln oder andere einzigartige Fertigkeiten zu erlernen, die andere Handwerksexperten nicht kennen. Mein Mann Miguel kann euch mehr von Spezialisierung erzählen. Okay. Ach, Mann. So. Schönen Tag auch. Okay, dann gehen wir rüber. Handwerkskonsortium, das ist die Fraktion, denke ich mal. Miguels Geschenk, zack. Jemanden ein Herz schenken. Belohnung wählen, ne? Mit Abbaumaterialien, Tierhäute und Schuppen, Heilkräutern. Ja.
das Licht segne. Nehmen wir auf jeden Fall das, würde ich sagen, ne? Mit Tierhäuten machen wir doch nichts falsch. So, Köder für Scheuge, was ist den Köder, was noch? Okay, können wir Köder herstellen. Okay, wir müssen, denke ich mal, zum Kirschnereilehrer, Mann. Professionelle Ausrüstung sagt, ich habe von Herrn Fester gehört, dass ihr ebenfalls eine arbeitende Handwerkerin seid. Wir würden euch gerne kostenlos mit einer Profi-Ausrüstung ausstatten. Dafür sind Geschäftsmann da, nicht wahr? Ich spreche mit unserer Schneiderin Mara Baumbieger, um Maß nehmen zu lassen. Okay. Siehe den Ehrenfreund. Ja, okay, hier können wir die Spezialität jetzt scheinbar aussuchen. Aber ich will eure Künste zu verändern. Vielleicht habt ihr einen Moment Zeit, um euch mal Wissen anzuhören oder etwas zu lernen, euch am Anfang hilft, okay? Ist eine wunderbare Verantwortung, gebe eure Gilde, euren Kunden ganz ernsthaft. Ihr müsst euren Beruf treu bleiben, recht schaffen, eurem Geschäft ausführen, in eurem Berufsstand. Werdet ihr die Redlichkeit eines Kanzlerin-Experten bewahren? Okay, ich verstehe. Vielen Dank, Drachensplitter des Wissens. Okay. Mein Mann Thomas hat durch seine Erkundung in diesen Urzeiten des Landes viele Einsichten gewonnen. Vielleicht würdet ihr eine ähnliche Inspiration erfahren, wenn ihr in seine Fußstapfen tretet. Na, sprecht mit Thomas, das kriegen wir auch noch hin. Wir werden jetzt hier von A nach B geschickt. Okay, eine Meisterung ihres Faches. Aha. Man sieht sich. Okay, das Problem an der ganzen Sache ist. Frische Fischsteaks. Das sind jetzt alles hier so berufsspezifische Sachen. Deswegen würde ich sagen, steppen wir einfach mal hoch. Oh Gott. Müssen wir die hier unten sammeln? Riesige Fische leben in Schwärmen. Geht und sammelt Fleisch. Dann erzählt von euren Heldentaten. Kann ich beim Schwimmen benutzt werden? Okay, wir müssen. Warte mal, der Drescher ist hier. Ah, okay. Also, ihr wisst zu überraschen. Das ergibt eine gute Geschichte. Dann können wir den also da rausziehen. Das funktioniert also, okay. So, ziehen wir den hier noch. Und zack, und dann können wir den da hinten. Können wir auch nehmen. So. Okay, die Todesanimation von denen ist auch geil, wenn die da hinten. Okay, ich raff die Quest zwar nicht ganz, aber es funktioniert irgendwie. Also von daher machen wir nichts falsch. So. Und setzen wir mal da darüber. Ja, und wie gesagt, Leute, das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich an der Stelle jetzt mal für mich.
so langsam auf Level 70 zu kommen und dann auch endlich mal in PvP reinzusteppen. Und dann werde ich demnächst irgendwann nochmal eine Umfrage starten, welche Klasse wir danach hochziehen werden, um die für PvP dann eben auch zu benutzen. Ich denke mal, es wird erstmal tatsächlich auf den Paladin hinauslaufen, wenn mich nicht alles täuscht. Fühle ich selber aktuell am meisten, aber wie gesagt, wir werden eh jede Klasse irgendwie halt anzocken. Hallo? Beziehungsweise jede Klasse im PvP spielen und benutzen. Das Einzige, was halt ist, ne, das dauert ja auch alles ein bisschen Zeit, die 12, 13 Klassen da alle irgendwie hochzuziehen. Da müssen wir halt gucken, dass wir es halt so machen, irgendwie per Umfrage oder sowas, ne, auf welche Klasse, ach du Scheiße. Ne, okay. Ne, da müssten wir es halt so machen, dass wir irgendwie eine Umfrage starten oder so, auf welche Klasse ihr denn als nächstes am meisten Bock habt. Wo dann auch erstmal so ein paar Folgen mitkommen und irgendwann, wenn wir alle halt alle irgendwie abhaben, dann können wir es halt so machen, dass wir immer eine von der Klasse, eine von der Klasse und dass das halt dann so ein Dauerrenner ist, sag ich mal. Das fände ich eigentlich so tatsächlich am coolsten, muss ich sagen. Und jetzt sollten wir die Fischsteaks haben. Perfekt, und dann kriegen wir auch direkt hier eure offensiven Zauber und Fähigkeiten einmal eine hohe Chance, einen Geisterhai zu beschwören, der Frostschaden verursacht. Okay, zack, so, dann legen wir das mal da an. Und dann würde ich sagen, halte den Primalistensturm auf, das können wir ja auch auf jeden Fall noch zu Ende machen. So, den Primalistensturm finden wir da unten. Dann würde ich sagen, machen wir dann das eben noch hier zu Ende. Sollte ja jetzt auch nicht mehr allzu viel allzu lange dauern, würde ich sagen. Dann kriegt der hier auch nochmal ordentlich aufs Fressbrett. So, und dann können wir hier nochmal drauf und zack. So, und dann fehlt uns noch, komm, der hier fehlt uns noch. Den können wir uns nochmal ebenso holen. So, haben wir das auch abgeschlossen. Dann können wir einmal hier reingehen. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir da noch irgendwas? Speer der Verschollenen. Bla bla bla. Mal gekochter Kaviar. Tötet Protodrachen. Da hinten haben wir auch noch so ein Ding, was wir auf jeden Fall erledigen können. Und dann, ja, mühen wir uns hier zwar einen ab, aber wir werden früher oder später dann hoffentlich ja, Level 70 werden. Ich weiß gar nicht, wie manche Leute das geschafft haben, das innerhalb von der kürzesten Zeit zu machen. Ich habe das Gefühl, seitdem ich jetzt nicht mehr dem Queststrang oder der Questreihe folgen kann, dass das dann komplett eingerostet ist irgendwie. Was nicht so cool ist. Tötet Protodrachen. Ah, die haben wir hier, okay. Alles klärchen. So. Mal die hier mal alle mal so ein bisschen wegömmeln, das hat schon mal gut funktioniert. So, und dann möchte ich auch irgendwann dann mal 15% erst, okay. Jetzt nicht so viel bei so vielen Protodrachen. Aber gut, versuchen wir irgendwie durchzukommen.
Zack, den können wir. Das Gute ist, wir können die halt kirschnern, ne? Dann kriegen wir direkt nochmal ein paar Materialien on top. Okay, wir kriegen 3% für einen Protodrachen. Das ist echt ein bisschen Grindarino. So, und dann halten wir die hier mit zurück. Sollte eigentlich klappen, wenn wir das so machen. Auf diese Art und Weise. So, zack. Okay, perfekto. Perfekto, perfekto. Zack. So, wir haben da gerade sogar Adamantschuppen bekommen mit goldener Qualität. Auch schon mal nicht so verkehrt. Aber wir haben ja erst 30%. Ich habe das Gefühl, ich habe schon alles hier umgebracht, was überhaupt hier existiert. Keine Ahnung. Heilt er sich irgendwie? Kann das sein? Heilt er sich? Okay, so. Ah, ist halt schon nervig jetzt, ne? Mir war nicht so wirklich bewusst, dass das hier Ewigkeiten dauert. Aber das, ja. Tut's leider. Das tut's leider. Naja, egal. Bringt ja alles nichts. Machen wir auf jeden Fall jetzt noch hier. Mal auf jeden Fall jetzt hier nochmal fertig den Lachs hier, würde ich sagen, ne? Zack, zack. So, und dann kriegt er hier nochmal ordentlich einen auf die Mütze. So, zeitlose Hörner. Irgendwie schläft meine Hand gerade ein, weil ich die so richtig auf das Ding presse, auf mein Mauspad presse. Okay, 52%. Vielleicht wäre es auch gar nicht so verkehrt. Moment mal. Ja, müsste ja ein Sturmwind sein. Okay, na, das ist natürlich jetzt auch ätzend. Stormwind fliegen habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Wenn ich ehrlich bin. Okay, der ist irgendwie verbuggt. Aber sieht lustig aus. So, und dann haben wir den Kollegen hier auch. 60%, also die geben auf jeden Fall, geben die ein bisschen mehr. Also jetzt auch nicht so viel, das sagen würde, das lohnt sich jetzt hier mega. So, zack, 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 zack. Und dann können wir hier nochmal den Wildpilz reinknallen. Und Abfahrt, dann haben wir den auch nochmal schön an der Strippe gekriegt. Naja gut, ich würde auf jeden Fall sagen, liebe Leute, ich mache diese World Quest jetzt hier, oder was ist das Bonusziel, mache ich jetzt noch offscreen fertig. Mein Hund rutscht mir so langsam hier vom Schoß, die liegt nämlich auf meinem Schoß, die Maus. Mache das hier noch offscreen fertig und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ja, wir kommen nur schleppend voran irgendwie vom Gefühl her.
Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Wir können dann auch mal nächste Folge irgendwie für einen Dungeon anmelden und dann mal sehen, wann wir reinkommen. Aber ja, an der Stelle würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Wir sind jetzt schon bei 20 Minuten und in dem Sinne, haut da rein, liebe Leute. Macht's gut, euer Zeranos. Ciao, ciao.